Hallo, hier ist der zweite Teil, 7 Days to Die, der große Festungsbau. Festung Nummer 2, ich habe es schon erwähnt. Wir mussten dann irgendwann mal umziehen, weil die Gegend dort war gelootet. Also haben wir hier zwischen zwei Städten, haben wir Festung Nummer 2 gebaut. Diesmal komplett oberirdisch, es gibt hier keine unterirdische Anlage. Das seht ihr meinen Spielkollegen, der gerade wie im Zeug rumrennt. Möchte wohl nicht aufs Video. Ja, was haben wir hier? Zum einen eine Garage. Ja, das ist einfach so ein kleines Nice-to-have mit Konferenzraum. Hier sind unsere Minibikes drin, mit Tankstelle, allem drum und dran, wie es sich gehört. Festung selber ist dann ja, ziemlich größenwahnsinnig geworden. Wir nennen es Fort Stachelschwein, weil es halt einfach voller Stacheln ist. Das Ganze geht über eine Zugbrücke. Eingang oberirdisch, unten dann. Ja, was sind das? 1, 2, 3, 4, eigentlich 5 Verteidigungsperimeter, alles wunderschön abgesichert mit Wartungskorridoren. Funktioniert wunderbar, haben jetzt schon einige Blutmondnächte drin überlebt. Hier oben ist dann unser Raum, unser Crafting- und Wohnraum mit allem drum und dran. Schauen wir danach noch von innen an. Und wie es sich gehört, auch in der Postapokalypse ein bisschen Vergnügen und Wohltat muss sein. Entsprechend haben wir hier oben noch einen Wellnessbereich eingerichtet. Solaranlage sind wir am Austesten, habe ich noch nicht komplett gemacht. Ich weiß jetzt nicht gerade, was diese Dreckhügel hier vorne sollen. Da scheint mein Kollege was auszutesten oder zu improven. Auf jeden Fall haben wir hier einen Barhocker, wir haben einen Pool. Das war echt ziemlich nervig, bis der mit Wasser gefüllt war. Ja, Liegestühle, Yukon, Sonnenschirm, was sich gehört. Und für die kühlen Tage natürlich Bier und Yukasaft. Der Schlafraum, den habe ich dann noch so oben irgendwie dran improvisiert. Der ist jetzt nicht wahnsinnig beeindruckend. Machen wir dann alles hübscher bei der nächsten Basis. Hier geht's runter. Das ist der Eingang. Den haben wir ja schon von oben gesehen. Hier ist der Hauptbereich, wo wir dann des Nachts aktiv sind mit Ablagesystem, Truhen, Werkbank, Chemiestationen, Zementmischereien schmieden. Ja, alles, was man halt so braucht, um zu leben. Dann gibt es von hier einen weiteren Schacht auf, ich sag mal, die Kampfplattform. Von hier ist dann die ganze Stromverkabelung gemacht. Wiederum Schrotflintentürmchen in alle Richtungen, die sind echt sehr praktisch des Nachts. Ja, das muss ich vielleicht noch zeigen. Es gibt hier nicht nur ein Lichtsystem, ich schalte das einfach mal an. Damit ihr das seht, wir haben zum einen um das Gebäude herum diese, ja, ich nenne sie mal einfach Schnetzler, die aus Zombies Kleinholz machen oder Kleinzombies. Und zusätzlich, ich muss mal schnell schauen, ob ich den God Mode anhabe, sonst wird es hier wehtun. So. Habe ich, oder haben wir noch Elektrotürmchen gebaut. Ups, das war ein bisschen zu weit runter. Sieht man hier, das sind die Elektrozäune, die sind miteinander verbunden, sind in diesen Türmen eingepackt, damit sie geschützt sind vor Explosionen und Angriffen. Eigentlich immer so im schönen Dreieck miteinander verbunden. Das heißt, Zombies müssen, wenn sie zu uns wollen, zweimal durch einen Elektrozaun hindurchgehen. Die werden dann so geschockt wie ich jetzt gerade. Glücklicherweise bin ich im God-Modus und es passiert mir nichts. Ja, das ist das legendäre Fort Stachelschwein. Das ist unsere aktuelle Basis, in der wir hausen und leben. Hat uns ziemlich viel Zeit und Mühe gekostet, das alles zu bauen. Macht aber Spaß, dieser ganze Produktionsfaktor in diesem Spiel. Zurzeit sind wir dran, eine neue Basis zu bauen. Ich kann das mal ein bisschen auf der Karte zeigen. Hier war die erste Basis und jetzt haben wir hier oben noch eine schöne Gegend gesehen. Da hat es 1, 2, 3, 4, 5 Städte und da sind wir jetzt dran, die dritte Basis zu bauen. Die ist noch nicht fertig. Entsprechend werde ich dann das euch später mal zeigen, wie das dort oben aussieht. Was macht denn hier mein Kollege auf der Hirschjagd? Ne, der hat einfach Angst. Da ist er. Hallo. Hallo. Okay, gut, das war's. Schaut rein dann in der dritten. Da liegt doch ein Hirsch. Werden wir gleich ausschlachten. Schaut rein in der nächsten Folge. Da wird eine dritte Basis vorgestellt. Bis dahin. Tschüss.